Ja, aus dem Bereich Vektorrechnung. Ich packe das in die Playlist analytische Geometrie und dann irgendwie so Rechnen mit Vektoren. Da hatte einer gerechnet und die Anfrage gestellt, r mal 213, irgendwie sowas, minus 120 zum Beispiel. Warum ich da jetzt nicht entsprechend rechnen kann, diesen Vektor minus diesen Vektor. Da müsst ihr euch nochmal klar machen, hier steht vor diesem Vektor multipliziert ein Buchstabe, für den ich ja eine Zahl einsetzen könnte, ein Parameter. Und wenn ich den rein multipliziere, dann wird daraus ja 2r, 1r, 3r, minus 1, 2, 0. Und dann ist, denke ich, klar, 2r minus 1, da kann ich auch nicht 2 minus 1 rechnen, weil das wie Äpfel minus Birnen sind. Ja, hier stehen 2 R's und hier steht die Zahl 1. Das kann ich nur schreiben als 2R minus 1, 1R minus 2, 3R, ja, minus 0 muss ich nicht schreiben. Das kommt zum Beispiel vor, falls man jetzt direkt fragt, wo könnte es vorkommen, bei Abstand von einem Punkt zu einer Geraden, wenn die Gerade zum Beispiel heißt 1, 2, 1 plus r mal 2, 1, 3 und der Punkt lautet P1, 2, 0 und da möchte ich dann diesen Vektor hier bestimmen. Der Vektor geht vom Punkt P zum Beispiel in die Richtung zu diesem Punkt, der auf der Geraden, irgendwo auf der Geraden drauf liegt und diese Gerade ist ja beschrieben mit x, y, z oder x1, x2, x3. Mit diesen Koordinaten und deshalb kann ich diesen Richtungsvektor von P nach, wie auch immer ich diesen Punkt Q nenne, bestimmen mit Q minus P, also das ganze Paket. Das soll ein R sein. Ups, 1, 2, 0. Und dann steht da dieses das minus das und da wollen viele dann eben das voneinander abziehen und da müsst ihr dann eben aufpassen, das geht nicht. Ich kann dann die beiden zusammenrechnen und dann entsprechend weitermachen. Das findet ihr aber in der Playlist Abstandsaufgaben. Ja, also das sollte jetzt nur ein Hinweis sein oder eine Erklärung, warum das nicht geht.